Ich hab Angst. Er hat seinen Kopf geneigt und ich weiß nicht warum, aber hallo liebes Publikum. Willkommen zurück beim geneigten Let's Play zum Kirby und das magische vergessene Land. Das ist auch ein bisschen magisch. Ja, du bist magisch. Ja, und du bist Twiggy. My little Twiggy Friendship haben wir hier is magic. Noch nicht? Nee. Nein, die Versammlung des Bestienrats haben wir noch nicht gehabt. Schieß den Abschnitt ab und rette die versteckten Waddle-Dees und drei versteckte Sachen. So wie jedes Mal. Wow. Die Abwechslung bringt mich um. Okay. Rest in peace, Captain. Alu. Warum sind die eigentlich so feindlich? Ach, man kann hier bestimmt auch wieder die Dinge, die Kometen irgendwie kaputt machen. Warum sind die hier so feindlich? Weil wir im Feindesgebiet sind? Ja, aber wir sind hier immer noch beim Bestienrat und wir sind meiner Ansicht nach Bestien. Nee, wir sind keine Bestien. Was sollen wir denn sonst ich sein? Ich bin Blob und du bist ein Waddle Dees. Stimmt. Du bist sogar ein Speer-Waddle Dees. Ja, ich bin der letzte. Die Tür ist Speerwange weit offen. Dring durch die geheime Passage vor, siehst du? Und dann haben wir hier den Zeitstopper. Ja, und stoppen die Zeit. Ja, okay. Wow, Slow Motion. Slow Motion, die dieser Ocean. Dieser Two-Tone-Filter. Mein Slow Motion, the sea. My Slow Motion, the ocean. Bring back my Slow-Mo to me. Yeah. Der Slow-Mo. So, und jetzt komm her. Ach so. Ich dachte, ich kann dir jetzt. Was meinst du denn? Wenn ihr da war noch so ein Energy-Dingens. Ja. Ja, ich weiß. Ja, das ist schwer zu sagen, weil die sagen einem im Nachhinein. Okay, das ist der Affe. Der Affe muss mit dem Schwert. Nein, die Zukunft ist da. Auf geht's. Ja, genau. Es ist 2001 A Space Odyssey. Ja. Affen gegen Aliens. 2001 ist ja noch weit in der Zukunft. Gorillos. Ich hab ein Speer! Ich seh nichts, aber ich hab ein Speer! Hör auf dich zu drehen! Da wird mir ganz schwindelig! Nein, oh, der hat mich getroffen, da. Man hätte, oh. Ah, die Ausweichrolle hätte man machen sollen. Die Ausreichrolle! Ja. Das wurde ausreichend. So. Na, das war aber kompliziert. Ja, das war schon irgendwie viel schwerer als beim ersten Mal. Und das Auto. Tja, war leider nicht die richtige Waffe. Oh Gott. Nee, anscheinend nicht. Bye, son. Oh Gott, was kommt jetzt? Renne um die Zeit. Oh Gott, nein. Das heißt. Oh, nach rechts! Ja, ich dachte es mir. Au. Ja, mach! Der fährt halt nicht! Ja, wei! Ja. Banane! Banane! Yo, Bananen! Yo, listen up! This is a story about a pink guy and a Waddle Dee with bandana. Ja, hab noch! Yeah, nice, sehr gut! Abgeschnappt! Naja, versteckt war das ja jetzt nicht, ne? Nee, einzige versteckte sind die Kosten an meinem Auto. Richtig. An meinem das Auto. Ah. Ja. Grammatik kann ich. Denn er hat den Grammatik. Ja, ich hab den Grammatik. Ich bin grammatikalisch. Grammaturgie. Veranlagt. Die Grammatologie? Die Grammaturgie. Statt der okay. Dramaturgie. Naja. Hier muss ich mich auf jeden Fall durch den Boden. Oh, hier, bohren. Guck, da Kapsel. Da gefunden. Was ist wohl sein wird? Eine Käpsel-Toy. Käpsel-Du. Ja, siehst du, gegen den Armadillo gehst du unter die Erde und dann machst du Patz. Bam, voll ins Flöz. Oh, Christian Flöz. Ich freue mich schon auf Staffel 2 von Christian Flöz macht alles kaputt. Ja. Den versteht, glaube ich, keiner. Nee, vielleicht doch. Ich weiß nicht, haben wir es erwähnt? Wir wissen immer noch nicht, ob der nicht im Deutschen tatsächlich Christian Flöz heißt. Ich glaube nicht, dass sie das übersetzt haben. Warum nicht? Die haben doch auch in Game of Thrones alle übersetzt. Ja, stimmt. Theon Graufreud. Greyjoy Graufreud. Ja. Naja. Nee, Stark haben sie nicht übersetzt. Die haben ja nicht Stark gesagt die ganze Zeit. Naja, das weiß ich nicht, was sie gesagt haben. Ich weiß nur, was in dem Text steht.
Ja, besiege Gürteltor innerhalb von 1 Minute 30. Nice! Nice! Yeah, und da ist Nummer Zweiteldi. Zweiteldi. Yeah, genau so heißt er. So, und jetzt kommt die Röhre. Das ist, könnte ja schon hier irgendwie das letzte Level irgendwie Gauntlet sein. Irgendwie. Ja. So wie das alles hier aufgebaut ist. Aber das ist ja noch nicht das letzte Level. Danach kommt noch mehr. Nein. Oh. Ich glaube, wir haben was verpasst. Haben wir? Wer weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht bei der einen Sache hätte flacher springen müssen beim ersten. Weil es aus, ob da irgendwie noch eine Öffnung drunter war. Da drunter? Aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Nee, bei dem zweiten waren jetzt gerade zwei Öffnungen. Beim zweiten Sprung. Okay. Und da habe ich versucht, noch die andere eine Öffnung zu nehmen. Hier ist eine zweite Öffnung gewesen, ja. Und drunter, genau. Na, dann nochmal den Reset anstoßen. Jo. Aber erstmal. Erstmal schlafen. Weil ich setze genau. Sich das nicht zurück. Ja, sowieso. Das stimmt. Ja, Neustart. Und jetzt einfach im ersten Level von Kirby wieder. So im Intro, jetzt einfach das Intro. Im allerersten Kirby-Spiel. Nee, hier noch nicht. Ja, sah nur so aus. Bei dem hier gibt's zwei. Ja. Aber den meinte ich. Nee, sah aber beim ersten nur so aus. Aber dann kam es ja tatsächlich am Ende noch. Und dann kam es am Ende noch. Und zwar richtig dicke. Ja, genau. Unser Haus ist blau. Und dann hier einfach nicht springen. Ja. Und dann kriegt man bam, bam, alles. Bam, 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 einfach bam. Alles. Damit hat man gewonnen. Das war noch nicht beim Let's Play. Das war, als ich einfach random angefangen hatte, Schraube locker zu spielen. Und du dann ein bisschen... Ne, das war noch nicht im Let's Play, oder? Weiß ich nicht, da hat man gewonnen. War. Das, weißt du, wie lange das her ist? Ja, so ziemlich... Bitte sag's mir auf die Sekunde. Okay, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber wir haben damit angefangen aufzunehmen. Das war 2014. Ah ja, okay. Weil ich glaube, unsere erste Session war während dem WM-Finale. Oh nee, während dem WM-Spiel 2014, wo Deutschland so viele Tore geschossen hat. Ja. Okay. Da sind wir dann noch zur Bank gegangen, weil du mir meine alte Game Capture abgekauft hast. Ja, das war ein richtig. Das war eine gute Investition, ne? Für dich bestimmt. Ja. Wo wir halt mitgekriegt haben, okay, es sind während wir aufgenommen haben, irgendwie zwei Tore gefallen. Dann haben wir hier oben die Tür aufgemacht und hören im Flur erstmal, wie alle irgendwie abfeiern und irgendwie Knaller auf die Straße werfen. Wir kommen ohne Mist, wir gehen einfach nur zur Tür runter, also zur Haustür. Und wir hören dann plötzlich alle nochmal feiern und dann, nee, die sind bestimmt nur so Nachzügler. Also da ist jetzt bestimmt nicht noch ein Tor gefallen. Und dann gucke ich einfach aufs Handy. Ja, doch, es ist noch ein Tor gefallen. Ja. Dann wirklich? Und dann, als wir dann wieder hier oben waren, ist direkt das nächste Tor gefallen. Das waren Zeiten, wo Deutschland Brasilien mit 7:1 gemetzelt hat. In Brasilien selber. Das darfst du in Brasilien nicht erwähnen. Besonders, wenn du Deutscher bist. Ja. Die knüpfen nicht auf. Ist das so? Ja. Das sind denn das ist aber wirklich eine Sache, die Brasilianer immer noch sehr übel aufstößt, wenn man das erwähnt. Nee, sind einfach so. Einfach so ein paar. Ja, aber manchmal, weißt du, Stühle. Sind die ja. Das ist der Sturmtornado. Die blaue Pause dafür hast du gefunden. Hab ich. Aber ich kann sie nie benutzen. Du bist ja auch nur ein Waldi. Ich bin ja nur ein Waldi. So, und jetzt geht's auf, ab! Und der hat. Wie meine Arme rechts. Noch so hin und her wackeln. So, jetzt geht's ab. Da, links, rechts, oben, Popcorn. Nice. Yeah. Oh. Links, rechts meine ich. Links, also links war Danger, deswegen ja, habe ich genau. Links gesagt. Ah. Ich habe losgelassen, ja, aber da ist es. Links ist ein Knopf, aber erstmal Popcorn. Popcorn. Jetzt bleiben wir einfach zeitlich. Yeah. Das wäre beinahe knapp gewesen. Ui. Beinahe schief gegangen, wollte ich eigentlich sagen. Das wäre beinahe knapp gewesen, aber da haben wir es ganz easy locker mit viel Zeit geschafft. Reiß und dann. Yeah. Und dann geht's runter und dann der nächste Knopf, der ist wahrscheinlich. Geht. Da, ja. Abenteuer des Patrick Star-Mobil. Twinkle, twinkle, Patrick Star. Oh Gott. Ich machte mir ein Sandwich. Jawohl. Und da ist der letzte Knopf. Das ist wie in Star Fox 64. Das ist da auch ein Level, wo du halt immer... Wir haben einen komplett... Was? Wie? Wann?
3, 4, 5, 1. Ja, genau. Nee, da kannst du auch immer links und rechts überall irgendwo Knöpfe betätigen. Ja. Na, komm her, Eisknutscher. Eisknutscher. Naja, ich meine, wir sind. Aber ja. Und dann kannst du halt den Boss auf eine alternative Art und Weise schon vorher besiegen, anstatt dass du ihn halt wirklich bekämpfen musst. Hier sind die Dinger. Dann kriegst du noch mehr Punkte. Aber wir haben schon vorher das Dingens dafür bekommen, das Capsule Toy. Achso, hier rechts geht's nicht rein. Okay. Hier ist, warte, da oben. Oh. Ah ja. Oh, das hätte ich nicht gesehen. Oh, finde den geheimen Schatz. Noch ein Waddle Dees. Komm, noch ein extra. Oh, Capsule Toy, aber trotzdem. Aber hier sind die komischen beiden Hunde. Ja, das habe ich doch gerade schon gesagt. Ja. Habe ich doch mitgekriegt. Also ich habe was dazu gesagt. Ach so. Dass wir doch schon die Capsule Toys dazu bekommen haben, aber jetzt kommen sie erst. Ach, das meintest du dazu. Ja, natürlich. Was weißt du, worauf sich das sonst bezogen hat? Dein Gesicht? Naja. Warum steht hier Sophia? Warum nicht? Weil das da nicht steht. Sophia. Sophia. Die Freiheit nehme ich mir. Gibt's denn da jetzt zu grinsen? Weil ich nicht verstanden habe, warum du jetzt auf den Song gekommen bist. Weiß ich, Sophie. Besiege Tatsandra, ohne getroffen zu werden. Ach, Tatsandra hätten wir jetzt ohne getroffen zu werden schaffen müssen. Und wir haben trotzdem Waddle Dee übersehen. Ich weiß mal nicht, wo. Hammer Kirby, Hammer Kirby, Hammer. Ein robuster Hammer mit hohen Angriffskraft, jedoch geringer Reichweite. Kirby ist auch dran, macht kurzen Prozess mit Gegnern und Pfosten und wird, ist doch dasselbe, und wird durch Aufladen zu mächtigen Feuerzorn. Burn. Nee, Eis. Das ist Bernie, der wilde Eisbird. Ja, yeah, auch Dr. Eisbird wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt gesaugt. Der Arme. Er traf kurz vor Kirby ein, tauschte seine Kleidung gegen ein schickes Fell und schloss sich kurzerhand dem Bestienrudel an. Der Neue zu sein ist selten leicht, doch seine Bestienkollegen lieben ihren neuen Kumpel. Ja, der ist so flauschig. Moment. Mit seinen ganzen Eiszapfen. Also das war eigentlich ein Mensch oder sowas? Nein, aber er war einfach geholt. Nein, er war einfach ein guter, er war halt ein guter Bestientypi, aber er hat sich den anderen Bestientypen angeschlossen. Aber da stand doch gerade, er hat sich ein Fell geholt. Ne, er hat sich das Fell so angeeignet quasi, so ne? Also er hat das so als Aufnahmeritual. Ach, was weiß ich denn? Er hat quasi die Farben bekannt, aber, ja. aber im Sinne von, das ist Fell. Ja. Okay. Rohr. Rohr. Rohr hier. Wir haben ja nur Rohr bekommen. Nicht alles ist ein Euphemismus. Du musst nicht so lachen, als wäre es ein Euphemismus. Einer. Tschüss, was? Das ist ein Euphemismus, der wurde gerade gegründet. Ach so. Ja. Was auch gegründet wurde, war ein Bonus-Game. Oh. Was auch gegründet wurde, war noch ein Bonus-Game. Ja, direkt dahin und Böbe. Rasante Ringbootsfahrt. Die ist lustig und die ist auch sogar schön, weil da kannst du aus dem Boot ja sogar Fische schwimmen sehen. Nicht schlecht. Danke. Das waren genauso viele Silben wie im eigentlichen Text. Yeah. Oh. Bin ich sicher, ob du den einen bekommen hast. Ja, hab ich auch nicht bekommen. Ist das relevant? Das weiß ich nicht. Oder irre Elefant. Ich weiß aber halt auch nicht, was der Benefiz... Mit anfassen? Ja, der Benefiz mit anfassen. Nein! Das sind Guardian Tales. Das bekannt war doch schon mal. Das hat Jojo doch schon mal gespielt. Ja, aber weiß ich jetzt, was es ist deswegen? Nein. Naja, so. Guardian Tales wird wahrscheinlich sowas wie Tales of Symphonia Guardian sein. Leviosa. So Guardian Tales Leviosa. Richtiger Genre-Mix ist das. Ja, genau. Na gut. Ja, es wird wahrscheinlich eben auch so ein JRPG-Gedöns. Na gut. Ich weiß es doch nicht. Das klingt irgendwie mehr wie so ein Farmspiel. Aber ich ach, das würde ich. Farmspiel? Nee. Naja, mit so RPG-Elementen aber. So wie Rune Factory. Halt die Garden Tales. Ich krieg doch jedes Mal Schaden, wenn ich gegen die Gegner gehe, aber ich hab doch gerade. Okay, ich hab fast nicht B gedrückt. Aber ich hab doch. Hä? Ich hab doch geboostet, da müsste ich doch Gegner eigentlich kaputt machen können. Ich weiß nicht, ob das. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Ja, aber die haben ja genau davor, wo ich anlegen kann, gestanden. Also ich hätte in die reinfahren müssen. Und wenn ich das nicht. Wenn ich das nicht kann, also wenn das nicht funktioniert. Hä? Seit wann funktioniert denn das nicht? Das haben wir die ganze Zeit so gemacht. Wir sind immer so in die. Das war schon cool. Ja, ich kann nichts dafür, wenn er nicht automatisch so.
Ach, ich muss springen. Aha, ja, das ist es vielleicht. Dass du über die rüber springst und das Boot smasht die kaputt. Scheinbar. Okay, das... Mach! Habe ich so nicht im Kopf gehabt, dass es so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Okay, ja, das war... Ich habe noch nie die Boot passiert. Hallo? Weg da! Irgendwie sieht dieser komische Walross-Typ aus. Ich weiß nicht wieso, aber der sieht aus wie so eine... Wie so eine Mettwurst. Also, ne, wie so ein... Seine Textur und seine Farbe sieht aus, als ob das einfach so eine, ne... So eine Wurst im Rock ist. And here he is. It's Mettwurst. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, er hat einen Mettwurst-Charakter. Aber welchen Charakter hat Mettwurst denn? Nur keinen guten. So wie Fred Durst. Ist Mettwurst. Ist nicht Limp Bizkit, sondern ist, keine Ahnung, Erect Cookie. Shrimp Bizkit. Nee, Shrimp Bizkit. Shrimp Bizkit. Oh, das klingt widerlich. Ist ein Keks mit Shrimp-Geschmack. So, natürlich, Weltraumentdecker, Ausweich, Philippiz, kannst du machen. Oh, warum habe ich nicht das cool mit dem Boot gemacht? Wolltest du das mit dem Boot machen? Hättest du auch sagen können. Kämpfen und schießen. Ich weiß nicht mal, was Spezialfähigkeiten macht. Schießt man und dann freut man sich. Ja, genau. Aber du kannst auch aufladen. Oh, das habe ich beim letzten Mal richtig gut geschafft mit dem Schießen. Ja. Wo ich dann schon im Vorhinein so in der Bewegung so den einen weggemacht habe und du mich komplimentiert hast dafür. Das war schön, ein Kompliment zu bekommen. Ja, Moment, jetzt! Oh. Voll reingelegt haben sie mir. Aber, ja, okay, geschafft. Die Hypostase macht alles besser. Die Hypostase. Wie damals in der DDR. Die Hypostase. Die Hypostasi. Hypothetisch gehörte jeder zur Stase. Oh, fast. Ja, weil ich den nicht auch geladen habe. Genau. Hat er seinen Fehler direkt gesehen und hat es dann direkt besser gemacht. Also eigentlich hat er nichts anderes gemacht, sondern einfach nur noch weiter geschossen. Doch, komm was. Komm was. Mann, ihr geht mir auf den... So. Oh. Siehst du, das ist hier gar nicht so einfach. Nee. Aufladen, aber richtig. Ist ja auch schon ein Tier 3 Waffen-Item. Oh. Die anderen Tiere gibt's nicht mehr. Nee, die haben den Wald verlassen. Ach. Genau. Hui. Weil Schneewittchen jetzt eine... Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Oh, hier geht so viel Zeit drauf. Ja. Wie lange muss man denn aufladen, damit es... Ah, bis es richtig Bums macht. Ja, genau. Oh! What? Kann man mit dem Raumanzug in Lava? Nein. Mann! Also du kannst schon, aber es macht Schaden nach einer Weile. Du warst nur gerade noch in deinen iFrames. Die hast du dir gekauft, ne? Wieder so ein Apple-Produkt, deine iFrames. Ja. Ich hab halt das Geld. Oh, Jan. Ein Monitorstand für 1000 Euro, das ist so klug. Hallo, der ist aus Elfenbein. Mir egal, das kann von mir aus auch ein Elfenarm sein. Das ist mir auch scheißegal. Das weiß ich noch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist so das Dümmste. Ja, eigentlich ist der Computerstand aber auch voll klug. Der ist trotzdem keine 1000 Euro wert. Dafür kannst du den ganzen Computer kaufen. Ja. Nur halt kein Apple-Computer. So, damit wäre das auch abgeschlossen. Zurück zur Waddle Dee Stadt. Ja, damit wir 2 neue Waffen kaufen können. Oh, wir können es auch ins Bettchen legen. Gute Nacht. Oh. Deine Brille noch ganz? Ja, bestimmt. Aber ich bin davor, Schlaf kann jetzt weiterentwickelt werden. Auf ins Bett und der Tornado kann weiterentwickelt werden. Das ist doch mal was. Du bist einfach hier, das ganze Dorf terrorisierst. Ja, natürlich, ich bin Kirby. Die dachten, Kirby hilft ihnen doch. Sie wussten nicht, was sie sich jetzt ausgeholt haben. Du hast aber viele neue Blabosen. Ich werde mal gleich meine Werkzeuge rausholen. Ich werde gleich mal alle vorlesen. Ich sage dir genau, was du mitgebracht hast. Vielen Dank, Iris. Stürmt. Nado kann entwickelt werden. Und deine Schlafmütze kann auch in die Tiefschlaf versetzt werden. Ultratornado brauchen wir natürlich. Absolut, das ist das Wichtigste. Oh Gott.
Jetzt kommt der Schluck auf. Oh, die zweite Phase hat begonnen. Die zweite Phase. Oh Gott, Malaria. Ist, ja, Phase 3 willst du nicht miterleben. Einfach aus allen Richtungen. Aus allen Öffnungen in alle Richtungen. Der Sturmtornado mit meiner schönen Wonder Woman, ne? Ja. Diadem. Ich weiß nicht warum. Na, Tiara, sie, was auch ja, immer. Genau. Wow. Gesichtsmaske. Oh. Und weg ist er. Naja, Schlaf brauchen wir wohl nicht. Nee, aber wir haben ja noch andere Waffen zum Upgraden. Was Upgraden. Denn noch? Wir haben noch so viele Waffen offen, die wir noch nicht upgradet haben. Haben wir noch genug Sterne? Wir haben noch für eine Stufe 3 haben wir noch übrig. Und okay. Zwar, okay. Möchtest du den Sägezahn Boomerang entwickeln? Fragst du mich das ja, jetzt? Ja, natürlich. Nee, das Spiel hat uns das gefragt, wenn wir das machen wollen. Was ist mit deinem Nacken los? Nichts ist mit meinem Nacken los. Aber warum bist du jetzt schon wieder so im Ja, weil Stimmen? Ich einfach meinen Nacken kurz ein bisschen in die eine Richtung und dann in die andere Richtung machen muss. Es wirkt halt so, als wenn er wehtut oder ja. so. Ja. Warum? Warum es so wirkt? Nein, weil warum ich meinen Nacken so merkwürdig nach rechts und links mache. Ich muss einfach er tut weh, weil ich meinen Nacken so nach rechts und links mache. Deswegen mache ich ihn nach rechts und links. Nein, deswegen wirkt es so. Oh, guckst dir an die Sägeblätter. Aber ich bleibe mal bei dem Sturm. Es kommt dein Sturm. Wann kommt der Sturm? Morgen. Oh. Wann kommt der Sturm? Immer noch morgen. Tornado! Oh, das geht ja viel besser! Oh. Das geht ja viel besser. Ja, viele Becher. Dann auf geht's! Viele Becher verderbendes Getränk. Definitiv. Zurück zur Vulkan. Rotharz, verbotene Lande. Rotharz, der Pirat. Arr. Arr, mi Hartis. Hartis? Mi Hartis. Army Mateys. Showdown des Bestienrudels. Oh mein Gott. Nein, mein die Captain ist ein bisschen verliebter, okay? Der sagt mir Hearties. Das ist jetzt dieser. Das war. Ach nee, das war das andere. Das ist nicht beim letzten schon gefragt. Ja, das ist, guck mir das ist bekannt vor. Du hast es schon mal gespielt. Ja, aber. Spoilerwarnung. Ich weiß nicht, das Bild sah für mich so aus, als wenn die jetzt gleich anfangen, Lord of the Dance zu tanzen. Lord of the Dance. Ah, Münzen, die Treppe runter. Ja, aber haben wir hier noch? Mehr ist ja nicht, das ist eine unsichtbare Wand. Okay. Oh, ich dachte, man kann hier so runterrutschen wie bei Dark Souls. Und wie rutscht man denn bei Dark Souls runter? Indem man eine Taste gedrückt, damit man schneller runterkommt. Aber wir sind doch auch schneller runtergekommen. Ja, ich weiß. Ja, du weißt. Oh, Mann. Ach so, was denn? Oh, was hätte ich nicht tun sollen? Oh, das wird wieder 3 Wochen lang mein Kopf wehtun. Und mir tut auch schon der Nacken weh. Ey, du hast es aber auch letztens irgendwie mit deinen Fußkrämpfen. Dann hattest du ein Glaukoma, jetzt hast du deinen Nacken. Ja. Dann hattest du noch irgendwie zwischendrin deine Handprobleme. Deine Rückenprobleme waren ja auch bei Wii Sports der Fall. Ja, das ist halt, wenn du alt wirst, dann kommt die Mettwurst. Alles hat ein Ende, nur die Mettwurst hat 2. Korn. Korn! Das hat nie ein Ende. Korn geht rein, Korn kommt raus. Ja, haben wir das Poster 5. 5 gesucht Poster. So. So. Dann gehen wir hier kleiner. Fahren wir voran, machen wir wieder größer. Gehen wir wieder voran, ist kleiner. Gehen wir hoch, ist auf. Gehen wir drunter, ist nicht auf. Ist nicht auch. Au. Das auch. Au. Hm. Aua. Oh, da müssen wir kurz abschalten. Aua. Ja, ich weiß. Ich wollte es doch nur für die Zuschauer sagen. Okay, alles gut. Du alles weißt, ist mir ja. schon klar. Ja, nee, ich weiß nicht, also du weißt mehr als ich. Video-Gameboy. Also, ich bin, ja. Warte mal. Ey, Video-Gameboy Advance. Ich bin der Video-Gameboy Advance. Ach, das ist ein Post. Ist das ein Post? Nee, ist kein Post. Ich hab schon versucht. Ach so. Also, konntest also versuchen, was du gerade versucht hast. Ja. Lauter! Okay. Oh, oh Gott, da kommt die Spreie! Die Spreie? Die Spreie. Das klingt wie irgendwie was so. Der Spreier mag. Genau. Wo alle mit der Spreierwaffe schießen. Aua, was sollte denn das? Den konnte ich doch gar nicht ausweichen. Was ist denn das? Omeletto. Du musst die so von oben, also so, ne, so mit von unten nach oben und dann sind sie tot. Ah, okay. Das funktioniert. Ja, beim letzten Mal mit dem Hasen, da war das irgendwie nicht so ganz. Deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, ob das überhaupt funktioniert.
Tornadi. Mon ami. Au revoir, bisoir. Oh, wir gehen ins nächste Gebiet. Oh. Und wir sind im nächsten Gebiet. Und da oben, wow, das ging ja richtig schnell. Das ist die Power der PlayStation. Oh, kommt jetzt wieder das Inflation-Zeug oder? Naja, du weißt, was die Leute wollen. Sie wollen kostenloses Geld. Kostenloses Geld. ja, ich kann den anders aber nicht kaputt machen gerade. Ja, vielleicht gibt's ja noch. Das Feuer brauche ich doch bestimmt. Kann ich ihn einfach in Brand setzen? Ich brenne. Wollt ihr den Gegner in Flammen sehen? Könnt ihr es sehen? Wir sehen dich. Nein, geht nicht. Okay, also erstmal weiter. Und dann kommt gleich der Wasserhahn und der guckt mich ganz schön sauer an. Wasserhahn. Genau, Hahn aus dem Wasser. Solo. Ich habe gerade auf dich geguckt, warum auch immer. Weil ich so wunderhübsch bin. Ja. Mit meinem blauen Bandana. Weil du so schön bist, so schlau bist. Bist so was lang tot und schlank. Ich weiß. Ich kann ja nichts dafür, wenn er mich direkt anspuckt. Naja. Und da, nee, das kam von Offscreen. Ich habe das nicht gesehen. Als ich es gesehen habe, war es schon zu spät. Da war, ich bin nicht schnell genug in der Luft, als da hätte ich dem ausweichen können. Das ist natürlich ärgerlich. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Hasenritual? Oh, ja, hey, das ist halt das Bistro, oder? Seit die diesen Eismann bei sich haben, es geht alles schief. Ja. Von Eis.de ist der. Ja. So, alles klar. Lassen wir einfach so stehen und auf geht's. Nee, wir können doch irgendwie die Teile noch nicht kaputt machen, ne? Also wir brauchen doch das Wasser dafür. Und da war jetzt nirgendwo so ein Wasser... Ja, aber... Spender. Ja. Mann... Oder habe ich das jetzt, habe ich da jetzt irgendwas falsch? Ich möchte meinen, hier kommt noch einer. Da muss ja irgendwie. Und dann gehen wir wahrscheinlich den ganzen Weg auf der oberen Etage zurück. Da ist er. Genau. Alles klar, das Inflation-Zeug ist zu... Oh, das wollte ich nicht. Ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt. Kirby Inflation, Kirby Inflation. Ah, da ist das andere Poster. Oh, da dreht sich der ganze Bildschirm einfach. Wie ein neues Level. Neues Leben ist wie ein neues Level. Was? Oh, ganz viel Kirby-Milch. Die Kirby-Muttermilch. Mann, jetzt habe ich dieses Bild wieder. Oh, nee, Kirby aus der Molkerei. Milch aus der Kirby-Molkerei. Kirby aus der Molkerei. Holla hi, holla ho, Kirby aus der Molkerei, holla hi, ho. Kauf eine Packung, kauf doch zwei. Oder drei, oder fünf, oder fünf, oder fünf. Hier ist ja nochmal Reservewasser. Ja, daran habe ich auch geguckt und es ist auch da. Wasser, Reservewasser. Der Quell des Lebens. Du machst hinten das Plakat und ich mach hier... Na gut. ...den wandelnden Gluteus Maximus. Ist mein Lieblingsrömer. Oh, geht nicht. Kaputt. So. Ist kaputt, ja, das wollen wir ja. So. Ach so. Hättest du so gleich gesagt. Warum sollten wir unser eigenes Merchandise zerstören? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wanted Poster ist das Merchandise des Wildwestens. Naja. Nicht des Wilden Westens, sondern des Wildwestens. Ja. So sagt man's. In der Riddermark. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe zu viel Koffein getrunken. Koffein, genau. Koffefe. Aus Koffefe, oh Gott. Wir haben doch keine Pinguin. Ja, haben wir. Hier nach oben. Oh ja, hoch geht's. Aber da ist nichts. Na gut. Aber den Fall umdrehen geht's nach unten. Hey. Ich kann das nicht ein. Der hat bei B gerade nicht gemacht. Okay, jetzt. Okay, cool. Okay. Der Boden bricht, glaube ich, ein. Der Boden ist Lava. Was im Sinne? Oh, hier ist was. Ja. Oh. Und weiter geht's. Ja. Oh. Ah, danke. Oh nein. Kann ich überleben. Oh nein. Puh. Kirby? Kirby stand gerade einfach nur da so. Ja, das ist halt passiert, ne? Ich wusste, dass der Boden Lava ist, aber ich habe mir nicht gedacht, dass der Boden tatsächlich Lava ist. Muss ich doch mal sammeln, der kleine Junge. Nur weil er jetzt so ein Dosenbob ist, muss er nicht gleich Dosen sammeln.
Naja, ich weiß nicht. Warst du schon mal Dosenbob? Weißt du, wie schwer das ist? In der Schule war ich Dosenbob. Man hat dich Dosenbob genannt? Ja. Mein Beileid. Ich wollte eigentlich für den Romeo vorsprechen, aber... Kennt man ja in der Romeo und Julia Geschichte. Der Dosenbob. Dosenbob, oh Dosenbob. Ja, ich weiß nicht, warum sie die Variante in der Schule nicht spielen wollten. Wie? Ich hab nicht mal irgendwie hingelenkt. Ich hab einfach nur Dosen geschmissen und nach links gelenkt, damit ich... So. Genau. Ja, da komme ich nicht hoch. Cool. Nee, aber dafür haben wir ja die Treppe. Das ist wie das Auto, bloß mit Leitern. Und Schlangen. Ja, was? Aber die Schlangen sind jetzt Hasen. Hasen und Treppen. Und der Hase ist jetzt Diamanten. Ist ja das dämliche Spiel von 51 Wild Games. Mit dem Hasen 51 Wild Games? Ja, es ist Wild Games. Mit den Hunden und den Hasen. Ah ja, genau. Oh. Das war doch super. Das war doch das Beste. Neben Hexe ist das Beste. Ach ja. Das ist bei Versus Mode Staffel 3 so super. Da hatten wir auch 51 Worldwide Games und am Ende... Das war romantisch. Ja. Und am Ende war dann einfach so Gleichstand und ich musste mit Olli nochmal was spielen. Und was habe ich? Und er hat dann gesagt, ich darf mir aussuchen, was ich spielen möchte. Und natürlich habe ich Hex genommen. Ja, natürlich. So, kommen wir hier irgendwie hinter? Sieht so aus, oder? Mit dem Kratzer ja, da. Und, aber ich glaube, das ist nur Deko. Ich glaube, die wollen nur reinlegen. Ja. Ist ein bisschen ärgerlich. Ah, hier unten ist so ein Poster. Jo, dachte ich mir nämlich, dass irgendwas hier irgendwie unten noch sein muss. Und du hast es auch gesehen und dadurch sind wir beide gut. Ja. Triss mich nicht. Tatsächlich nicht. Nee. Und dann spucke ich den Schrank einfach aus. Ich spucke ich ins Gesicht, Alter. Ikea-Style. Ich spuck mit dem Schrank auf dich. Ich spuck mit dem Schrank auf dich. Du spuckst mit keinem Schrank auf mich. Denn du hast keinen. Kannst dir keinen leisten. Warum nicht? Weil du kannst kein. Du hast keine Leisten. Die habe ich alle schon beim Bett verbaut, damit genau. Ich bequem liegen kann. Damals, als du bei Amazon bestellt hast, ne, weißt du noch? Als ich die Scheiße bestellt habe? Ja, genau. Und da hast du sie zusammengebaut. Wir brauchen hier Cone Kirby, damit wir hier das kaputt machen ja, können. Ja, ich schätze mal, wir müssen. Den kriegen wir dann wahrscheinlich später. Das wird wahrscheinlich dann das Level auch wieder rückwirkend laufen. Ja. Aber wollen wir vielleicht erstmal hier im Krokodilsbecken warten? Dann lass uns doch hier kurz high-fiven. Alles klar, und dann war es mit dieser Folge von Kirby und das vergessene Land. Wow. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis dann. Immer schön Twiggy bleiben. Bum, bum.